Badmintonschläger-Vergleich. Die besten Badmintonschläger für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis im Test. Badmintonschläger-Kaufberatung. Wählen Sie auch das richtige Produkt aus dem Vergleich. Willkommen bei Bewertungen, Ratschlägen und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf ihrem Preis, ihrer Qualität und mehr. Beim Badminton werden verschiedene Stile gespielt, die an die Schläger unterschiedliche Anforderungen stellen. Sind Sie eher der offensive Spieler, der den Gegner mit schnellen Bällen in die Enge treibt? Dann entscheiden Sie sich für ein kopflästiges Modell. Defensivkünstler, die auf Präzision aus sind, sollten sich hingegen eher für ein grifflastiges Modell entscheiden. Sagt Ihnen keiner dieser Stile zu, sondern bevorzugen Sie ein ausgeglichenes Spiel, bietet unser Test mit balancetechnisch ausgewogenen Schlägern auch hier eine optimale Lösung an. Überzeugt hat uns hier besonders das Modell Wilson WRT mit seinen Eigenschaften. Die Balance des Schlägers ist ein wichtiges Kaufkriterium. Ein kopflästiger Schläger, bei dem das Gewicht im Schlägerkopf liegt, eignet sich für offensive Spieler, die gerne schnelle Angriffsbälle spielen. Defensive Spielertypen bevorzugen hingegen grifflastige Schläger. Diese lassen sich sehr viel leichter führen und die Bälle können wesentlich präziser zurückgespielt werden. Einsteiger wählen ein Modell mit einem großen Schlägerkopf, denn hier ist die Fläche, mit der der Ball getroffen werden kann, größer. Turnierspieler setzten hingegen auf Rackets mit einem kleinen Schlägerblatt. Einsteiger haben oft das Problem, dass ihre Bälle nicht einmal bis zur Grundlinie gelangen, also auf halbem Weg verhungern. Wenn dies der Fall ist, dann hilft eine weiche Bespannung, 7 bis 10 Kilogramm, den Ball weiterzuschlagen. Profis hingegen wählen eine harte Bespannung, 11 bis 15 Kilogramm. Hier sind die nötige Kraft und Schlagtechnik beim Spieler schon gegeben und es geht eher darum, die Bälle präzise im Feld zu platzieren. Sie sind langjähriger Tennisspieler und möchten zur Abwechslung mal wieder einen anderen Schläger in der Hand haben als ihren Tennisschläger? Oder Sie haben bis jetzt weder etwas mit Tennis oder Squash am Hut, würden aber zur Abwechslung gerne einmal eine Rückschlagsportart ausprobieren? Dann versuchen Sie es doch einfach mal mit Badminton. Denn dieses schnelle und dynamische Spiel ist nicht nur ein guter Sport zum Fitwerden, sondern trainiert zusätzlich zur Ausdauer noch Konzentration und Reaktionsschnelligkeit. Und gesellig ist der Sport außerdem. Ihr Interesse ist geweckt? Dann benötigen Sie nur noch die passende Ausrüstung in Form eines Badmintonschlägers. Was Sie beim Kauf solcher Produkte, von Victor oder Oliver, beachten sollten, erfahren Sie hierfür in unserer Kaufberatung im Badmintonschläger-Vergleich. Hier haben wir Ihnen außerdem auch einmal die aus unserer Sicht besten Badmintonschläger ausgesucht und auf ihre Tauglichkeit geprüft. Mit einem Badmintonschläger, egal welchen Produkttyps, das weiß wahrscheinlich jeder, wird die Sportart Badminton ausgeübt. Und sie wird damit nicht nur ausgeübt, sondern ohne den Schläger funktioniert der Sport erst gar nicht. Deshalb sind die Schläger, die es von Yonex, Victor, Talbot Toro, Barbolat, Carlton oder Adidas zu kaufen gibt, für den Spieler unverzichtbar. Früher gab es die Schläger, gerne auch Racket genannt, aus Holz. Ab den 1960er Jahren setzten sich dann Graphit und Aluminium als Rahmenmaterial durch. Heute ist Carbon hingegen ein sehr beliebtes Material. Außerdem bestehen die Schläger, die lange Zeit zwischen Schaft und Schlägerkopf durch ein T-Stück verbunden waren, heute aus einem Stück. Das Gewicht des Schlägers liegt in der Regel zwischen 70 und 80 Gramm. Handelt es sich nicht um einen wirklichen Top-Schläger, dann kann das Gewicht auch zwischen 80 und 100 Gramm liegen. Badminton Vor- und Nachteile. Vorteile: sehr hoher Spaßfaktor, gut für das Herz-Kreislauf-System, trainiert die Ausdauerleistungsfähigkeit, schult die Koordination. Nachteile: Ausrüstung kann teuer sein, Verletzungsrisiko, Knie, Schulter. Aktionreiche Alternative: Federball auf der Wiese ist etwas für Kinder, aber Badminton in der Halle spielen, während draußen bei 30 Grad Celsius die Sonne scheint, macht auch keinen Spaß? Dann könnte Crossminton die perfekte Alternative sein,
Bei dieser Variante des Badmintons werden Matches im Freien ohne Netz ausgetragen. Welche Kaufkriterien für Badmintonschläger sind wichtig? Vielleicht bevorzugen Sie bei einem Badmintonschläger Oliver oder Sie favorisieren bei einem Badmintonschläger Wilson? Oder Sie suchen einfach nach einem Badmintonschläger-Set für den Freizeitgebrauch? Je nachdem, was Sie von Ihrem persönlichen Badmintonschläger-Testsieger erwarten, gilt es verschiedene Dinge zu beachten, die wir Ihnen im Badmintonschläger-Vergleich an dieser Stelle vorstellen. So finden Sie ganz einfach die Art von Schläger, der zu Ihnen und Ihrer Spielweise passt. Die Badmintonschläger-Griffstärke und die Badmintonschläger-Länge können Sie dabei für den ersten Kauf zunächst einmal außer Acht lassen. Es gibt Punkte, auf die Sie aber unbedingt genauer Ihr Augenmerk legen sollten. Die Balance, wie auch bei einem Tennisschläger und einem Squashschläger, spielt auch bei einem Badmintonschläger die Balance eine große Rolle für die Spieltechnik. Man unterscheidet hier zwischen kopflästigen, ausgewogenen und grifflastigen Schlägern. Durch die Bezeichnungen wird von Herstellern wie Yonex oder Victor angegeben, wo sich das Gewicht im Schläger befindet. Bei einem kopflästigen Schläger liegt das Gewicht beispielsweise im Schlägerkopf. Er eignet sich deshalb für ein aggressives Angriffsspiel und schnelle Schmetterbälle. Grifflastige Schläger hingegen sind besser für Defensivspieler geeignet. Sie lassen sich leichter führen und lassen sehr präzise Bälle zu. Die Kopfgröße. Je größer der Schlägerkopf ist, desto leichter ist es natürlich auch, den Badmintonball zu treffen. Als einen Badmintonschläger für Einsteiger empfehlen wir deshalb einen Schläger mit einem großen Schlägerblatt. Ein kleiner Schlägerkopf ist hingegen eher für Turnierspieler empfehlenswert. Die Bespannung. Hersteller lassen von Werk aus ihre Badmintonschläger bespannen. Will man nicht schon zu Anfang den Badmintonschläger neu bespannen müssen, dann ist dieses Kaufkriterium äußerst wichtig. Die Wahl der Beseitung hängt dabei von der Erfahrung des Spielers und dessen Spielweise ab. Gängig ist eine Kunststoffbespannung mit einer Härte zwischen 7 und 10 Kilogramm. Profis hingegen bevorzugen eine mehrfach geflochtene Kunststoffbeseitung mit einer Härte von etwa 13 Kilogramm. In einigen Fällen wird sogar noch um einige Kilogramm darüber hinausgegangen. Doch warum gibt es hier diese Badmintonschläger-Unterschiede? Das liegt an der Erfahrung der Spieler. Soll ein Badmintonschläger-Anfänger geeignet sein, dann benötigt er eine weichere Bespannung. Viele Einsteiger haben zu Anfang nämlich noch nicht die Kraft, den Ball bis an die Grundlinie zu schlagen, und eine weiche Beseitung erhöht die Geschwindigkeit des Federballs so, dass er auch dort ankommt, wo er denn soll. Profis haben hier schon die nötige Kraft. Sie bevorzugen die harte Bespannung und die hohe Ballpräzision, die diese ihnen gibt. Die Flexibilität. Je flexibler ein Badmintonschläger ist, desto schneller fliegen die Bälle über das Netz. Diese flexiblen Badmintonschläger sind sehr gut für Einsteiger und Kinder geeignet und zudem auch äußerst schonend zum Arm. Steifere Modelle sind hingegen präziser, erfordern aber dafür auch eine ausgereiftere Schlagtechnik. Das Material. Sie suchen einen günstigen Badmintonschläger? Dann setzten Sie auf ein Aluminiummodell, also einen Freizeit-Federballschläger. Sie möchten einen langlebigen und robusten Badmintonschläger kaufen? Dann eignen sich Carbon- und Titanschläger sehr gut. Diese sind in der Anschaffung jedoch deutlich teurer. Bei welchen Marken und Herstellern gibt es Badmintonschläger? Wie auch bei der Kategorie der Badmintonschuhe, gibt es auch bei den Schlägern einige Hersteller, die man unbedingt kennen sollte. Die wichtigsten finden Sie hier im Badmintonschläger-Vergleich: Barbolat, Lining, Adidas, Talbot Toro, Wilson, Carlton, Oliver, Victor, Yonex. Sie möchten bei Ihrem Sport lieber etwas unabhängiger sein? Oder diesen auch ohne auf die Windverhältnisse achten zu müssen einmal im Freien ausüben? Ihnen macht das Spiel nach Regeln oder Punkten keinen Spaß? Dann ist Speedminton eine gute Alternative zum klassischen Badminton. Hier spielt man mit robusteren Schlägern, die eine deutlich stärkere Bespannung besitzen. Auch ist der Schlägerkopf hier näher an der Hand gelagert, was eine leichtere Kontrolle über den Ball bewirkt. Gespielt wird Speed Badminton statt mit einem Federball mit einem Speeder.
Dieser ist schwerer und schneller und lässt sich nicht so leicht vom Wind verwehen. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über die besten Produkte erfahren möchten, finden Sie unten in der Videobeschreibung alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video.